Gehören Sie auch zu den Menschen, die häufig frustriert, müde, erschöpft sind und so ihre Mitte verloren haben, denen die heutige Zeit schwer zusetzt? In meiner Praxis hier am Steinhuder Meer, in meiner Arztpraxis, erlebe ich tagtäglich Patienten, die sogar krank werden, weil sie sich zu viel Sorgen machen, weil sie merken, dass da zu viele Themen im Leben sind, wo sie Ja sagen, obwohl sie Nein meinen, die innerlich unter Stress, unter Adrenalindominanz stehen. Und dabei könnte alles so einfach sein. Mein Name ist Dr. Ingfried Hobert, ich bin Facharzt für Ganzheitsmedizin und ich reise seit über 35 Jahren zu den verschiedenen Kulturen, um Schamanen, Medizinmännern über die Schulter zu schauen, um Heilpflanzen zu erforschen. Und erst vor wenigen Wochen bin ich zurückgekommen von einer Forschungsreise zu den Maasai, zu den Menschen, ja, aus der Region, wo die ersten Menschenfunde, wo der erste Homo erectus gefunden worden ist in Ostafrika, weil ich wollte dort der Frage nachgehen, warum gibt es da kein Covid-19 in dieser Gegend? Was machen diese Menschen anders? Was machen sie vielleicht besser als wir? Wie können wir uns vielleicht von diesen Menschen inspirieren lassen, in der heutigen Zeit, ja, Hoffnung schöpfen zu können von der Kraft Afrikas, von der Kraft des Anfangs? Und da bin ich auf einige Dinge gestoßen, die im ersten Moment vielleicht banal sind, die uns aber doch zu denken geben sollten. Wenn ich zum Beispiel auf die Ernährung schaue der Maasai, sie essen ausschließlich, um gesund und stark zu sein. Sie essen nur das, was sie brauchen, um ihren Hunger zu stillen. Sie haben da keine Riesengeschichte draus gemacht. Und dadurch, dass sie auch nur Dinge aus der Natur, ausschließlich aus der Natur essen, haben sie auch ein entsprechendes Mikrobiom, das, wie mir Stuhluntersuchungen jetzt auch bewiesen haben, das so divers ist, so viele verschiedene Bakterienstämme hat, dass auch hier ein Abwehrsystem im Darm vorherrscht. Und 80% unserer Abwehrkräfte liegen ja im Darm verankert, dass hier ein Abwehrsystem vorherrscht, das sie sehr resistent, sehr stabil macht. Auch die Art ihrer Nahrungsaufnahme, zweimal am Tag zu essen, viele Haiwurzeln, viel sehr Kräftigendes, auch das ist eine Art Intervallfasten, die auf Unnötiges völlig verzichtet und einen langen Zeitraum freilässt, wo gar nichts gegessen wird. Das ist sicherlich aus der Not heraus geboren, aber es ist auch zu einer Tugend geworden, nur zu essen, wenn man Hunger hat, nie über den Hunger hinaus zu essen und damit eben auch Magen und Darm entsprechend zu pflegen. Aber auch der aufrechte Gang der Maasai, gerade der Maasai-Frauen, die immer noch auf dem Kopf ihre Lasten balancieren, zeigt, wie würdevoll Menschen auch leben, gehen können, balanciert sein können. Ja, diese Frauen üben sozusagen die Balance von morgens bis abends und das tragen sie auch in ihrem Gang zur Schau. Und auch dieser Gang ist ganz anders, wenn man einen weißen und einen schwarzen Menschen vergleicht dort in dieser Region, dann stellt man fest, der Maasai geht mit halber Geschwindigkeit. Das heißt, sein Zeithorizont reicht höchstens bis zum Sonnenuntergang. Er ist nicht eingezwängt in ein Zeitkorsett und in den Zwang, etwas fertig zu bekommen oder morgen oder übermorgen ein Ziel erreichen zu müssen, auf das er zuhastet. Nein, er lebt den Augenblick im Hier und Jetzt und tut das, was im Hier und Jetzt getan werden muss. Auch die soziale Gemeinschaft ist bei den Maasai sehr stark ausgeprägt. Man hat Älteste, die man um Rat fragt. Man hat die Freunde, die Familie, wo man sich authentisch zeigt und gegenseitig unterstützt, Hilfe und Sicherheit gibt. Und die tragende Kraft dieser sozialen Gemeinschaft, dieser kleinen und größeren Gruppen in den Dörfern, die ist sehr faszinierend und hat mich auch sehr begeistert. All diese vielen Dinge, die ich da erlebt habe, die ich an anderer Stelle nochmal ausführlich beschreibe, haben mich nochmal dazu veranlasst, die vier Schlüsselorgane zu definieren, die in der heutigen Zeit so immens wichtig sind. Denn bringt man Krankheit, die Krankheitsentstehung auf den Punkt, dann landen wir an einer Stelle, wo wir diese Instanz in uns beachten müssen, diese innere Kraft, diese innere Weisheit,
die uns eigentlich in jedem Augenblick sagt, was wir tun müssten, um gesund, glücklich und lange leben zu können. Und dieser innere Ankerpunkt, der scheint vielen Menschen der heutigen Zeit aus der Hand gerutscht zu sein. Das heißt, die Werbung, die Medien, die Ängste, die zurzeit geschürt werden und viele andere Dinge, die die Menschen heute überfordern, auch Handy, Elektrosmog und all diese Dinge, führen dazu, dass vier Schlüsselorgane geschwächt werden, die wir bei den Maasai noch als gesund, stark und stabil bezeichnen können. Und diese vier Schlüsselorgane, die müssen nochmal gesondert betrachtet werden, weil Krankheit entsteht an dem Punkt, wo diese vier Schlüsselorgane uns den Blick versperren auf das wirklich Wesentliche hinter all dem scheinbar so Wichtigen. Dadurch, dass wir den Kontakt zur inneren Mitte verlieren, zu diesem inneren Ankerpunkt, sind wir verführbar im Außen, wir sind manipulierbar. Wir wissen gar nicht, wem wir jetzt trauen sollen. Auf der einen Seite 10.000 Studien über Kurkuma, über Vitamin D, über Vitamin C, über neue moderne Heilmittel, die uns gerade bei Infektions- und Viruserkrankungen helfen können. Und auf der anderen Seite die Aussage, Rückzug, Verstecken im Keller, warten, bis alles vorbei ist, bis irgendwann eine Erlösung kommt. Wir haben in uns so viele heilende Potenziale, so viele Kraft der Selbstheilung, ein Wunderwerk Körper, das uns zur Verfügung steht, um uns immer wieder in die Balance zu bringen. Wir haben ein biologisches Potenzial, das unermessliche Ressourcen in sich trägt und wir können diese Ressourcen aktivieren, wir können mit diesen Ressourcen arbeiten, um diesen Ankerpunkt in uns wieder zu stärken. Auch dieser Ankerpunkt, der uns genau sagt, was Wahrheit ist, was Täuschung ist. Und das ist ja das, was wir in der heutigen Zeit, was uns so fehlt. Dieser innere Anker, der uns ein verlässliches Gefühl von Sicherheit gibt, weil wir einfach spüren, das stimmt, das ist stimmig und hier auf der anderen Seite stimmt irgendwas nicht. Und dabei möchte ich vier Schlüsselorgane, die mir immer wieder auffallen, besonders erwähnen und besonders durchleuchten und auch sehr ausführlich bearbeiten. Vier Schlüsselorgane, die uns helfen, eine innere Weitsicht, ein visionäres, ein vorausschauendes Denken zu entwickeln und eine Kraft in uns zu aktivieren, die uns grundsätzlich zur Verfügung steht, die aber in der heutigen Zeit vielen Menschen verloren gegangen ist. Und da steht im Mittelpunkt der Darm. Er ist das Anti-Aging-Schlüsselorgan. Hier laufen 80% aller Selbstreorganisationsprozesse ab. Hier sind verschiedenste Bakterienfloren, die Viren abwehren, die Bakterien abwehren, die Schleimschutzschichten bilden, die pathologische Schadstoffe ausscheiden, die Hormone bilden, die auch die Vorstufen für Tryptophan, für Serotonin, für Melatonin bilden, die entscheidenden Hormone, die auch dann in der Zirbeldrüse entsprechende Weiterverarbeitung finden. Hier ist ein Schlüsselorgan und wer dieses Schlüsselorgan richtig pflegt, vielleicht über eine Stuhlanalytik jetzt hier tiefer einsteigt und schaut, wo genau sind die Gleichgewichte und welche Bakterienfraktionen müssen hier besonders berücksichtigt und vielleicht substituiert werden. Welche Nahrungsmittel sollten weggelassen werden? Nicht? Beispiel Ballaststoffe. Wir essen heute nur ein Achtel der Ballaststoffe, die wir essen müssen, damit unser Darm gut funktioniert und sein volles biologisches Potenzial entfalten kann. Nicht? Viel ist hier weiterhin auch zum Darm zu sagen, was ich gerne an anderer Stelle auch weiter dann vertiefe. Das zweite Organ, das auch ganz leicht zu beeinflussen wäre, das ist jetzt unser vegetatives Nervensystem. Die meisten Menschen sind durch Ängste, durch Sorgen, durch zu viel Denken und Grübeln in einer Adrenalindominanz. Das bedeutet, sie schütten permanent so viel Adrenalin aus, als würde der Sägezahntiger im Busch hinter ihnen ständig am Rascheln sein und würde jeden Moment hervorspringen. Das heißt, alte Reaktionen aus dem Neandertal laufen 24/7 ab
und erschöpfen den Vagusnerv, den Hauptnerv des parasympathischen Systems, und der kommt gar nicht mehr dazu, ausreichend seiner Hauptfunktion nachzugehen, nämlich unseren Hypothalamus, unser Hirn in bestimmten Strukturen zu unterstützen, auch zu reinigen, in Klarheit zu halten und verschiedenste Systeme auch immer wieder in die Selbstheilung hinein zu begleiten. Selbstheilung geschieht durch einen aktiven, starken Vagusnerv. Und dieser Vagusnerv ist heute bei den meisten Menschen zutiefst erschöpft, weil ständige Ablenkung, ständige Unruhe, ständige Adrenalin-Dominanz seine Speicher so erschöpft haben, dass hier wirklich etwas fehlt. Auch hier kann man durch moderne Analytik, Stress-EKG, verschiedene Formen der Untersuchungstechniken auch im Blut, im Speichel herausfinden, wie es um die Stresshormone gestellt ist und wie stark der Vagusnerv aufgestellt ist. Und dann kann man ihn mit speziellen Atem- und Meditationstechniken, kann man dann einen Beitrag leisten, um diesen Vagusnerv, im Chinesischen würden wir sagen die Mitte, stärken, um diesen Vagusnerv entsprechend zu stärken und ins Gleichgewicht zu bringen. Ein wichtiger weiterer Teil ist die Zirbeldrüse, und verschiedene Strukturen im Hypothalamus, die dafür verantwortlich sind, dass hier Hormone gebildet werden. Hormone, die uns helfen, zu einer vorausschauenden, intuitiv wacheren Denkweise zu finden. Das heißt, man bezeichnet die Zirbeldrüse oft auch als eins unserer spirituellen Organe, das Organ der Transzendenz. Das ist das Organ, wo es uns möglich ist, in tiefere Schichten von uns hineinzuschauen, tiefere Formen der Bewusstheit zu erleben, wo wir uns anders im großen Kontext wahrnehmen und uns heraus aus dem Ego mehr in ein Größeres, in etwas Größeres hinein entwickeln. Denn wir wissen, Adrenalindominanz heißt auch gleichzeitig immer Ego-Dominanz. Das heißt, umso mehr der Parasympathikus, der Vagusnerv gestärkt ist, umso besser funktioniert auch die Zirbeldrüse und umso mehr gelingt es uns, selbst im Rhythmus des großen Ganzen, in der Natur und all diesen häufig auch unsichtbaren Teilen, die uns umgeben, da unseren Platz wahrzunehmen und dementsprechend intuitiv wache, klare Entscheidungen zu treffen. Aber auch wache, klare Entscheidungen sind nur dann möglich, wenn ein materielles Grundgerüst entsprechend steht. Und wir wissen, dass das Gehirn aus Fettstrukturen besteht und der Großteil dieser Fettstrukturen sind sogenannte DHA-Fettsäuren. Und wenn von diesen DHA-Fettsäuren zu wenig da sind, dann fehlt es uns an Wahrnehmungsvermögen. Denn all unsere Wahrnehmungsorgane, die wir haben, beruhen auf einem geordneten Fettstoffwechsel, der schwerpunktmäßig aktive Omega-3-Fettsäuren, nämlich EPA und DHA-Fettsäuren, als Grundlage enthält. Und gerade im Gehirn ist es das sogenannte DHA. Haben wir davon nicht genug, dann ist auch unser biologisches Wahrnehmungspotenzial nur bis zu einem bestimmten Punkt möglich. Ja, das heißt, diese Fettsäuren sind der Viertelschlüsselpunkt, der im Gleichgewicht sein muss. Und hier bietet unsere Ernährung viele Möglichkeiten, ganz viele Dinge falsch zu machen. Da gibt es den sogenannten Omega-3-Index. Der besagt, dass ein rotes Blutkörperchen zu mindestens 8% aus diesen EPA und DHA-Fettsäuren bestehen muss. Nur dann kann dieses rote Blutkörperchen sein volles biologisches, auch entzündungseindämmendes Potenzial entfalten. Der Durchschnitt der Bevölkerung hat aber nur 2% des roten Blutkörperchens, die aus EPA und DHA bestehen. Das heißt, da ist ganz viel Luft nach oben von 2-8% an Potenzial, das ungenutzt brach liegt. Woher kommt das? Es kommt durch eine Ernährungsweise, die zu viel Omega-6 beinhaltet. Das heißt, Omega-6 haben wir zum Beispiel in tierischen Produkten. Denn seit Menschen Tiere füttern, werden Tiere
mit Omega-6 gefüttert, damit sie schnell dick und fett werden. Und so ist alles, was von gefütterten Tieren kommt, egal ob es sich um Eier handelt, um Milch, um Käse oder um das Fleisch selbst, ist Omega-6 überladen. Das Gleiche gilt für Zuchtfische, die auch mit Omega-6 überfüttert werden, sodass wir diese Zuchtfische und das Fleisch von Tieren als Träger von Omega-3 ausfallen, gleichzeitig aber so viel Omega-6 in den Körper hineinspülen, dass Omega-3 verdrängt wird und damit unser Fettpotenzial nicht wirklich ausgeschöpft wird. Wo bekommen wir Omega-3 her? Das Fraunhofer-Institut hat einige Algensorten, darunter die Schizophytum-Alge, identifiziert. Sie ist in der Lage, unseren Körper ausreichend mit Omega-3-Fettsäuren, mit EPA und DHA zu versorgen. Aber wir müssen dazu diese Algen auch täglich einnehmen, zum Beispiel als Algenöl. Da gibt es viele Anbieter, die das sehr preisgünstig zur Verfügung stellen. Wenn wir jetzt schauen, was Menschen daran hindert, ihr volles Potenzial zu leben, dann sind es häufig schleichende Entzündungsprozesse, unter denen viel mehr Menschen leiden, als heute geglaubt wird. Wir haben eine Inzidenzzahl, die etwa bei 400 bis 500 pro 100.000 Menschen liegen. Das heißt, 400 bis 500 Menschen haben allein schon eine von 10 großen chronisch degenerativen Erkrankungen, an denen heute 80% aller Menschen sterben. Das heißt, diese Inzidenz ist so unglaublich hoch. Es gibt so unglaublich viele Vorerkrankungen, die auf schleichende Entzündungsprozesse zurückzuführen sind, dass der aktuelle Virus an dieser Stelle in den Hintergrund rückt, wenn man sieht, wo das eigentliche Problem besteht. Denn wenn 8 von 10 Menschen an chronischen Entzündungen sterben, dann sind wir doch in besonderer Weise eingeladen zu schauen, was löst diese chronischen Entzündungen aus und was sind die Kollateralschäden, die diese chronischen Entzündungen nach sich ziehen. Zum Beispiel an diesen 4 Schlüsselorganen, die, wenn sie verschleimt, verschlackt sind, die Menschen daran hindern, ihr ganzes biologisches Potenzial auch zur Entfaltung zu bringen. Also wir können heute durch moderne Diagnostik, das ist das, was wir hier auch am Stein oder Meer in meiner Praxis tun, mit moderner Diagnostik schauen, wie gut funktionieren diese 4 Schlüsselorgane und wir können gezielt Wege beschreiten, um diese 4 Schlüsselorgane zu reinigen, zu stärken, zu entgiften. Und das ist heute ganz, ganz wichtig, weil wenn diese 4 Schlüsselorgane nicht funktionieren, dann können wir schnell in die Falle geraten, dass wir zum Schluss nur die Kümmerversion dessen werden, was hätte aus uns werden können. Wir wissen, dass diese Schlüsselorgane uns, wenn sie gut funktionieren, uns auch helfen können, klarer zu erkennen, was uns wirklich glücklich macht, was uns zufrieden macht, was unserem Potenzial entspricht. Sie können, wenn sie gut funktionieren, ganz neue Türen öffnen in Zukunft, Möglichkeiten und Visionen, von denen wir heute noch nicht mal träumen können. Und so möchte ich jeden dazu einladen, sich damit einmal weiter auseinanderzusetzen, denn es ist ganz leicht, diese 4 Organe entsprechend zu betrachten, zu diagnostizieren und dann entsprechende Wege zu beschreiten, dass sie wieder so in Funktion sind, dass wir unser ganzes Potenzial auch wirklich leben können. Soweit zu den 4 Schlüsselorganen, die zwischen uns und unserem Potenzial stehen, wenn wir sie nicht ausreichend bedenken mit gesunder Ernährung, mit ausreichend Meditation, mit Bewegung und gutem Schlaf und natürlich jetzt einer inneren Haltung, die uns auch über eine klare Zielsetzung für uns eine Richtschnur ist. Und das ist eigentlich der zweite Teil, um den es jetzt geht, denn in meiner Praxis erlebe ich, dass viele Patienten in einem Mindset, in einem Gedankengebäude gefallen sind, wo sie anderen die Schuld geben, wo sie sich selbst als Opferrolle sehen. Und hier geht es auch darum, in der psychosomatischen Behandlung sich selbst zu begreifen, im Spiegel seines Umfeldes
Und hier greifen jetzt die vielen Resonanzgesetze, die Spiegelgesetze, die uns sehr schön zeigen können, wo unser Platz ist und wie wir uns weiterentwickeln können. Und hier ist es sehr spannend, Patienten zu unterstützen dabei, eine Vision von sich zu entwickeln. Wie könnte Leben anders aussehen? Wie könnte ich mich weiterentwickeln? Welche Potenziale sind da in mir und warten darauf? Welche Ressourcen sind da und warten darauf, zur Entfaltung zu kommen? Denn wir stehen ohne Zweifel jetzt am Beginn eines völlig neuen Zeitalters, wo nichts mehr sein wird, wie es war, und wo der Gedanke, dass die Dinge so weitergehen wie früher, sicherlich nicht der richtige ist. Denn jetzt geht es darum, nachdem die Welt einmal richtig durchgeschüttelt worden ist, wo alle Politiker ihre Rolle gespielt haben, bis der Knoten irgendwann platzt, jetzt geht es darum, dass jeder für sich in guter Verbindung mit diesen inneren Weisheitsstrukturen sich auf den Weg macht, um sich selbst neu zu entdecken, neu zu entfalten. Und auf körperlicher Ebene haben wir die vier Schlüsselorgane schon angesprochen, die uns da als Hindernisse im Wege stehen. Und jetzt geht es darum, eine Vision von sich zu denken. Das heißt, wie könnte mein Leben im günstigsten aller Fälle aussehen? Wie könnte es sich anfühlen? Mit welchem Gefühl möchte ich gerne in 3, 4, 5 Monaten morgens aufwachen und durch den Tag gehen? Das heißt, eine Vision von sich zu entwickeln bedeutet, wie könnte mein Leben so gestaltet sein, dass ich mit einem lachenden Herz, mit Begeisterung, mit Leidenschaft wieder an einer Thematik arbeite, wo ich mich verwirklichen kann mit den Ressourcen, die in mir angelegt sind. Und auf diesem Wege haben wir natürlich viele Lehrmeister, Lehrmeister, die uns in Form von Freunden, Ehepartnern, Kollegen zur Verfügung stehen, die uns in Lebenssituationen reinbringen, wo wir jeden Tag gefordert sind, neu anders damit umzugehen. Und hier hat jeder von uns seine Triggerungen, seine besonderen Resonanzen, wo er immer wieder bestimmte Lebenssituationen schafft, an denen er sich herausfordern, wachsen kann. Und die zu betrachten, das ist eine ganz wunderbare Sache. Wenn man da entsprechende Begleitung hat, kann man da sehr weit kommen. Aber auch die körperlichen Symptome im Sinne von Krankheit als Sprache der Seele zu betrachten, hilft hier in der Psychosomatik uns unwahrscheinlich viel weiter. Denn unser Körper ist mit so einem fantastischen Warnsignalsystem ausgerüstet, wo uns jedes kleine Signal genaue Hinweise gibt, was jetzt zu betrachten, was zu verändern ist. Und so hat jede Krankheit eine tiefe Botschaft in sich, die jetzt behandelt werden will. Früher war es vielleicht eine Einladung, sein Leben zu ändern, wenn Krankheiten, Symptome gekommen sind. Heute im neuen Zeitalter ist es ein Tritt vor Schienbein, der da heißt, verändere dich oder checke wieder aus. Das heißt, die neue Zeit fordert uns jetzt auf, mit Spielen aufzuhören. Wir können es uns jetzt nicht mehr leisten, einfach Chemiebomben einzuwerfen, in der Hoffnung, dass diese schon unsere Probleme lösen. Wir müssen jetzt hinschauen. Hinschauen, reinspüren, uns Hilfe, uns Unterstützung holen, wenn es darum geht, Signale zu interpretieren, sie richtig zu interpretieren. Und es geht auch sicherlich darum, aus den Schätzen der Natur, aus den Vielzahl der Möglichkeiten, die wir an Heilpflanzen, an Heilpflanzenrezepturen aus anderen Kulturen haben, diese heute zu nutzen, denn sie haben alle gemeinsam, dass sie das Gesunde, das Vorhandene stärken, stabilisieren, unterstützen wollen, sodass wir damit mehr von dem nutzen können, was uns sowieso schon zur Verfügung steht. Und diese Kräuterrezepturen, gerade aus der traditionellen chinesischen Medizin, wenn ich da an Sisyphus 9 denke, wenn ich an Astragalus denke, wir haben so viele wunderbare Heilwurzeln, die uns helfen können, unsere Mitte zu stärken, die Zirbeldrüse zu reinigen, den Darm zu stabilisieren. Wir haben so viele Heilkräuter, die uns bei Bluthochdruck, bei Diabetes, bei Lebererkrankungen, sogar bei Krebserkrankungen unterstützen können. Alte, gereifte Rezepturen aus verschiedensten Zeiten und Kulturen, die uns helfen können, die unsere Selbstheilungskräfte unterstützen können, sodass Selbstheilung wieder besser gelingen kann. Denn Selbstheilung oder sagen wir mal Heilung ist letztendlich immer Selbstheilung. Wir können
die natürliche Tendenz des Körpers, sich selbst immer wieder zu heilen, sich selbst in die Mitte zu bringen, diese Kräfte können wir unterstützen mit dem alten Heilwissen der Zeiten und Kulturen und Völker. Dort ist so viel Wertvolles von Generation zu Generation weitergegeben worden und das steht uns heute als Wissen zur Verfügung. Und es beglückt mich immer wieder zu sehen, wie diese Heilkräuter Menschen helfen, wieder in ihre Mitte zu kommen, Krankheiten abzuschütteln und frei zu werden von den vielen nebenwirkungsreichen Medikamenten der Schulmedizin. Und es bedrückt mich sehr, wenn ich heute sehe, wie zuverlässig wissenschaftliche Studien Aussagen machen zu verschiedenen Heilkräutern. Ich sprach eben schon über Kurkuma, über Vitamin D. Wissenschaftliche Studien, die genau zeigen, was möglich ist. Und wir erleben heute, ich lese täglich von sensationellen Erfolgen, großen Studien in Lancet, über zum Beispiel über Colchicin, die Herbstzeitlose, ein Mittel, das bei Gicht und Perikarditis eingesetzt wird. Bereits seit einem Jahr haben wir Studien an 4.500 Patienten, die zeigen, dass der Einsatz dieses Mittels die Zahl der Intensivpatienten halbiert, die Krankenhausaufenthalte teilweise sogar unnötig macht. Nicht? Viele, viele Studien, die zeigen, was wir nutzen können, aber Gesetze, die dem widersprechen, weil bestimmte Mittel eben nicht eingesetzt werden dürfen, wenn sie nicht die Zulassung für eine bestimmte Erkrankung haben. Also ich will damit nur sagen, Schulmedizin hat an vielen Stellen Dinge, die wir gar nicht so richtig verstehen können, weil Gesetze und gesellschaftliche Rahmen und Normen Dinge machen, die ja teilweise wirklich unverständlich sind. Und umso wichtiger ist es jetzt, dass wir diesen Ankerpunkt in uns finden, wo wir für uns selbst definieren können, was richtig und was falsch ist und uns dabei vielleicht etwas mehr dem zuwenden, was Menschen hervorgebracht haben über die Zeiten und Kulturen, was Menschen zum Wohle der sozialen Gemeinschaft erkundet, erfahren haben und es dann an die nächste Generation weitergegeben haben. Was ist hier für eine Schatzkiste voller Heilwissen? Und aus diesem Wissen können wir heute schöpfen, können das auf wissenschaftliche Weise untersuchen, können große Studien machen und das ist bereits geschehen, es steht uns zur Verfügung und es kann von uns angewendet werden. Aber wir müssen uns davon verabschieden, dass es hier offizielle Genehmigungen von Seiten der Politik gibt, weil die Weltengemeinschaft hat sich nun mal darauf verständigt, dass Medizin nur als solche anerkannt wird, wenn sie von pharmazeutischen Firmen kommt und gewisse Regularien einhält und gewisse Standards der Genehmigung durchläuft. Nur dann ist aus der gesellschaftlichen Sicht heraus Medizin auch wirklich Medizin. Aber Wissenschaft bleibt Wissenschaft und Gott sei Dank haben wir die Wissenschaft als unabhängige Instanz, die uns eben auch sagt, dass Heilpflanzen hier und da und dort enorme Wirkungen haben und unser Leben unterstützen, erleichtern und bereichern können.